herzlich willkommen bei meinen Kartentricks. In diesem Video wollte ich euch den Swing Cut zeigen. Also nicht den Fold Cut, sondern den ganz normalen Swing Cut. Ich führe ihn euch mal vor. Zum Beispiel, das hier ist ja eigentlich schon. Aber dazu kann man auch noch zum Beispiel so machen. Eigentlich geht er nur so. Und da Swing, schwingen heißt, das erklärt eigentlich schon ganz schön viel. Aber egal, kommen wir mal zum Tutorial. Ihr nehmt den Mittel- und den Zeigefinger oben in die rechte Ecke so. Also wenn ihr Linkshänder seid, in die linke Ecke. Aber ich bin Rechtshänder. So, der Mittelfinger ragt ein bisschen über die Ecke von den, Karten. Und der Zeigefinger ist da platziert, wo ihr das Spiel, wo ihr das Deck abheben wollt. Der Daumen ist hier ganz oben auch rechts, wenn ihr links, dann seid links. Und dann nehmt ihr einfach nur so ein Stück mit dem Daumen ab und haltet es noch hinten am Daumen fest. Dann macht ihr eine relativ große Hand und schwingt es in eure linke Hand. Und das könnt ihr dann ein paar Mal hintereinander machen. Oder auch in manchen Flow-Shifts ist es wichtig, zum Beispiel dem Little Genesis. Da werde ich auch noch ein Tutorial zu machen. Und ja, eigentlich war das schon der ganze Flow-Ish. Die ganze Technik. Swing Cut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mich abonnieren, Video liken, Fragen in die Kommentare und ciao.